Ein Bataillon feiert Geburtstag. 25 Jahre Pi-Bataillon 61. Sein 25-jähriges Bestehen. Am 2.9. feierte der Waffenring deutscher Pioniere die Lübecker Pionierkameradschaft und eine Abordnung des Pionierbataillons 61. Dieses Ereignis im Rahmen eines geselligen Beisammenseins. Den Vorstand vom Waffenring deutscher Pioniere unter der Leitung von Herrn Oberst Adin Fassbender aufs Allerherzlichste begrüßen. Selbstverständlich darf ich nicht vergessen, unseren Kommandeur, Herrn Oberstleutnant Hocke und Frau Gemahlin Kauhoff. Wir sitzen so eng zusammen, dass trotzdem der Zusammenhalt und das nette Beisammensein trotzdem gut und gefördert wird. Ich wünsche der Veranstaltung für heute Abend einen allerherzlichsten Erfolg. So, ich mache das ein bisschen weiter von weiter hinten. Ich bin durch die Technik, Herr Höfner, schon so verwöhnt, dass ich meine laute Stimme gar nicht mehr zur Schule, wie Sie das gerade getan haben. Bei der Endabnahme nochmal davon überzeugen können, mit wie viel Mühe, mit wie viel Ideen die Soldaten diesen Tag so auf den Türen draußen auf der Tierhoff-Insel durchgeführt haben. Und ich war selber ganz begeistert, was Pioniere so alles auf die Beine stellen. Ich wünsche der Veranstaltung des Waffenrings einen guten Verlauf und darf Sie nochmal sehr herzlich begrüßen. Die Kameradschaft Lübeck führt diesen Anlass hier einige ihrer Kameraden vorgeschlagen zur Verleihung von Ehrennadeln des Waffenrings. Als erstes bitte ich die Kameraden Ode und Rambo. Ich hoffe, Sie sind da. Drei? Ja, ich bin da. Paul Rambo. Ja, Paul Rambo, bitte. Ja, nochmal hier. Am 3. September fand der Empfang durch die Hansestadt Lübeck statt, zu dem das Pionierbataillon 61 und seine Gäste geladen waren. Hallo? Thank you.
General Ziedler und sehr geehrter Herr Oberst Fassbender, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist mir eine besondere Freude, Sie anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Pionierbataillons 61 in der Hansestadt Lübeck herzlich willkommen heißen zu können. Ich tue dieses im Namen von Bürgerschaft und Senat der Hansestadt und zugleich im Namen des anwesenden Herrn zweiten stellvertretenden Bürgermeisters, Herrn Senator Kaske. Pionierbataillon 61 in der Hansestadt Lübeck, das bedeutet für uns, dass wir aus allen Teilen der Bundesrepublik junge Menschen in dieser Trabekaserne in diesen 25 Jahren gehabt haben, dass ein Teil des Lebens dieser jungen Menschen hier ein Gefühl der Verbundenheit zu unserer Stadt gebracht hat. Manche sind, so sagt man ja, weil sie die Lübeckerinnen auch gar nicht so verachtenswert halten, auch hier hängen geblieben oder haben manche schöne Maid aus Lübeck in andere Teile der Bundesrepublik entführt. Ich möchte dafür sehr herzlich danken. Denn nicht für die Entführung, nein! Allen Soldaten des Pionierbataillons 61, allen Bürgern und Bürgerinnen in unserer Stadt für das gegenseitige Verstehen, für die begründete Freundschaft und das Vertrauen. Und ich möchte hoffen und wünschen, das tue ich im Namen von Bürgerschaft und Senat, hoffen und wünschen, dass dieses Miteinander für alle Zeiten so gut erhalten bleibt. Und ich wünsche Ihnen schöne Tage in unserer Stadt. Dankeschön. Sehr geehrte Frau Stadtpräsidentin, sehr geehrter Herr Senator Kaske, Herr General Koppe, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kameraden, im Namen der Angehörigen des Pionierbataillons 61, zu dessen Geburtstag die Hansestadt Lübeck diesen Empfang heute gibt, und im Namen des Waffenrings Deutscher Pioniere und der Pionierkameradschaft Lübeck, die uns heute quasi an Patenstadt begleiten, sage ich ganz herzlich Dank. Wir als 61 tragen mit Stolz und selbstbewusst den Lübschen Adler mit dem Holzkultur in unserem Verbandabzeichen. Verbundenheit möchte ich der Stadt unser Wappen überreichen, mit dem der Lübsche Adler und das Holzkultur noch etwas größer rauskommen. Ein kleines Dankeschön für diesen Empfang. Herzlichen Dank. Danke herzlich. Ich bedanke mich beim Bataillon. Herzlichen Dank. Der Vormittag endete mit einem Imbiss im Offiziersheim. Es nahmen viele aktive und ehemalige Kameraden und Gäste an diesem Empfang teil. Wünsche für das Bataillon zu bedanken.
und darf nun die Tür nach hier aufmachen, wo wir einen kleinen Imbiss vorbereitet haben. Bitte dich zu bedienen. Am Nachmittag fand am Gedenkstein der Trave-Kaserne eine Ehrung der gefallenen Pionierkameraden statt. Am Abend dieses Tages fand auf dem Exerzierplatz ein feierlicher Appell statt. Ich melde Ihnen das Pionierbataillon 61.
Abordnung der britischen Pioniere und der dänischen Pioniere zum feierlichen Appell anlässlich des 25-jährigen Jubiläums Pionierball 61 angetreten. Stadtpräsident, sehr geehrter Herr Staatssekretär, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, meine Pionierkameraden. Im Namen aller Angehörigen des Pionierbataillons 61 danke ich unseren Gästen für ihr Kommen. Ich freue mich, dass Sie auch diesen feierlichen Appell nutzen, um Ihre Verbundenheit mit uns, mit Ihren Pionieren in Lübeck zu bekunden. Anschließend Bataillonsmarsch spricht die Stadtpräsidentin der Hansestadt Lübeck, Frau Sommer. Meine Herren Soldaten, meine Damen und Herren, ich habe die große Freude, Ihnen im Namen der Bürgerschaft und des Senates der Hansestadt Lübeck die herzlichsten Glückwünsche zum Jubiläum des Pionierbataillons 61 in unserer Hansestadt zu überbringen. Große Freude, dass ich dem Pionierbataillon 61 die Fahne der Hansestadt Lübeck überreichen darf. Des Pionierbataillons 61, verehrte Frau Stadtpräsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr herzlich darf ich Ihnen persönlich, besonders aber im Namen des Bundesministeriums der Verteidigung und der Bundesregierung gratulieren zu diesem stolzen Jubiläum, das Sie heute hier in Ihrer Kaserne, in der Lübecker Trave-Kaserne, begehen. In Feierstunde Ihnen alle noch einmal auch von hier aus gesagt werden, dass Sie, die Berufssoldaten, die Zeitsoldaten, aber genauso auch die Wehrpflichtigen, stolz sein dürfen auf das, was Sie in diesem Vierteljahrhundert in diesem Bataillon für unsere Bundeswehr und damit für unser Land, für uns alle im Bündnis getan haben. Und darf Ihnen stellvertretend für alle Soldaten dieses Bataillons das offizielle Wappen des Verteidigungsministeriums übergeben. Und auf der Rückseite steht geschrieben, anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Pionierbataillons 61 danke ich den Soldaten, den zivilen Mitarbeitern und Reservisten des Verbandes für ihren verantwortungsvollen Dienst in den vergangenen Jahren und wünsche Ihnen und Ihren Familien eine gute Zukunft in Frieden und Freiheit. Der Tag endete mit einem Kameradschaftsabend, an dem Soldaten
ehemalige und Reservisten sowie Gäste gemeinsam das 25-jährige Bestehen des Pionierbataillons 61 feierten. Der Höhepunkt der Feierlichkeiten war der Tag der offenen Tür am Sonntag. Auf der Theophsinsel hatten die Pioniere des Bataillons verschiedene Stationen aufgebaut. Hier fand morgens ein Feldgottesdienst statt. Und Jesus erzählte den Umstehenden ein Gleichnis. Ein Mann hatte viele Leute zu einem großen Essen eingeladen, und als der Tag da war, schickte er seine Diener, um die Gäste zu bitten: Kommt, alles ist hergerichtet. Aber einer nach dem anderen ließ sich entschuldigen. Der erste erklärte: Ich habe ein Stück Land gekauft, das muss ich mir jetzt unbedingt ansehen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte: Ich habe 5 Ochsengespanne gekauft und will gerade sehen, ob sie etwas taugen. Bitte entschuldige mich. Ein dritter sagte: Ich habe eben erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen.
Da kam der Diener zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Herr zornig und befahl ihm: Lauf schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hole die Armen, Krüppel, Blinden und Lahmen her. Der Diener kam zurück und meldete: Herr, ich habe deinen Befehl ausgeführt, aber es ist immer noch Platz da. Da sagte der Herr zu ihm: Geh auf die Feldwege und an die Hecken und Zäune und dränge die Leute zu kommen, damit mein Haus voll wird. Das aber versichere ich euch, von den geladenen Gästen kommt mir keiner an meinen Tisch. Amen. Ein weiterer Höhepunkt war die Lehrvorführung Angriff über Gewässer am Wasserplatz. Panzergrenadiere gehen bis zum Ufer vor, um den Feind zusätzlich mit ihren Bordmaschinenkanonen 20 mm niederzuhalten. Dabei sind Pioniere vorn eingegliedert. Und diese Pioniere suchen mit Minensuchnadeln und Minensuchgeräten und feindverlegte Minen, um diese dann zu sprengen oder durch Herausziehen aus ihrer Lage zur Detonation zu bringen. Das Minensuchgerät besteht dabei auf metallische Bestandteile von Minen. Ja, das wissen die nicht.
kein Schlüssel. Autoantenne hat er geschlagen. Dabei vermessen die Pioniere die Gewässerbreite, decken die Linien am Gewässer auf und führen den Schutzgerät der Division Pionierbataillon. Bei der Art von Kriegsschutzgerät wird schnell verfügbar und die Jungs und Mutter. Daraus können 15 Übersetzfähren oder beliebig teilbare Brücken der militärischen Lastenklasse 50 gebaut werden. Die übliche Bauweise ist MLC 50 und 80. Die Ausnahme neben vom Tipper als Anhänger 4-Rad. Zu je 4 Pontonetzen gehört ein Maschinenboot, das auf einem Anhänger verlassen ist. Die Schwimmbrückenbataillone führen häufig ihr Gerät und den anderen Pionierbataillonen zu, die es dann bauen. Das Einfahren von Brücke an einer Flugzeit von etwa 80 Metern dauert je nach Ausbildungsbataillonate zwischen 20 und 40 Minuten. Die Vorbereitung des Bundeslagers, Bau und Bereitwerden. Kann Leute einfach da durchfahren, ne? Weißt du, wie ein Auto haben? Weiter, fahr weiter. Ich fahre mit Fahrrad. Weil wollten wir weiter von seinem kleinen Mann, die Motorrad fahren, voll reingehauen. Das ist voll dritte Mal. Ich tue das schon viel zu Thank you.
Brücke. Vielleicht haben wir weiter Kurven fahren. Vorführung, Angriff über ein Gewässer beendet. An dieser Vorführung waren Soldaten folgende Einheiten beteiligt. 2. Kompanie Panzergrenadierbataillon 172, 2. Kompanie Pionierbataillon 61, sowie Unterstützung. Nein, Wagen, wir fahren nicht los.
Thank you.
Kontra. Well,
Kameraden, unser Tag der offenen Tür ist beendet.